Ja, hi, wir sind hier auf der IWA am Messestand von Schmidt und Bender. Neben mir steht der Jan. Vor uns haben wir hier das neue Schmidt und Bender 10 bis 60-fach. Welchen Objektivdurchmesser hat das denn? Das ist ein 56er. Okay. Also 10 bis 60 mal 56. 60-fache Vergrößerung ist natürlich brutal hoch. Das ist natürlich dann für Extreme, Long Range und solche Schützen gedacht. Aber der Jan wird uns das jetzt mal ein bisschen besser erklären. Genau, vielen Dank. You're welcome. Das ist, wie schon richtig gesagt, natürlich ein Zielfernrohr für den Long-Range-Bereich. Hier im Speziellen haben wir jetzt unsere Slim-Variante. Okay. Ganz neu hier auf der IWA vorgestellt. Das 10 bis 60 hatten wir vorher schon Ende letzten Jahres released. Okay. Und in der Slim-Variante haben wir dann praktisch nochmal alles, was nicht unbedingt sein muss, rausrationalisiert, um so viel Gewicht wie möglich zu sparen. Ja. Gerade für die Long-Range-Bereiche. Ja. Was wiegt das denn dann ist das so wichtig? Wir sind hier jetzt deutlich unter einem Kilo. Okay, was heißt hier ein Mittelrohrdurchmesser? Das ist ein 34er Mittelrohrdurchmesser. Okay. Okay. Hier noch eine super leichte Montage mit dabei. Ja. Und das ist natürlich im Long-Range-Bereich bei einigen Sportarten besonders wichtig, weil es da eben Regulierungen gibt, was die, die Gewichte von den Gesamtsystemen angeht. Genau. Ja. Und da möchte man dann natürlich alles, was man so an Gewicht irgendwo noch wegkratzen kann, ja, gerne in den Lauf stecken, dass man eben einfach den ja, möglichst dicken Lauf hinbekommt. Und dadurch, dass das halt eben auch eine relativ spezielle Anwendung ist, haben wir da mit Schützen gesprochen aus den entsprechenden Wettkämpfen. Okay. Und die haben uns im Prinzip gesagt, wir schießen nur bei passendem Wetter, bei ordentlich Licht. Das heißt, wir brauchen nicht unbedingt eine Beleuchtung. Ja. Dementsprechend haben wir dann die Beleuchtung aus dem Zielfernrohr ausgebaut. Außerdem haben wir hier nochmal die Besonderheit, auch nur bei dem Slim, ja, dass die Türme nicht gelockt werden können. Sprich, okay, man kann hier quasi immer drehen, hat keinen Hebel wie bei anderen Multiturns. Also keine Zero-Lock-Funktion. Okay. Genau. Ja. Und wir haben auch keine MTCs, das sind also unsere More Tactile Clicks. Wir haben also bei vielen Zielfernrohren alle 10 Klicks einen etwas kräftigeren, ja, Klick, was einem dann vor allen Dingen auch bei schlechten Sichtverhältnissen im Dunkeln, ja, oder zum Beispiel halt auch einfach, wenn man schnell damit arbeiten möchte, das Ganze so ein bisschen erleichtern. Das war den Leuten im Long-Range-Bereich aber nicht so wichtig, wie eben ein bisschen Gewicht zu sparen. Deswegen, okay, ist auch das rausgeflogen. Im Vergleich zu dem Standard 10 bis 60, wie ist denn da der Gewichtsunterschied, kann man das sagen? Ich habe tatsächlich die Zahl jetzt gerade, okay, nicht im Kopf. Das andere 10 bis 60, da habe ich dann aber Zero-Stop-Funktion, genau, und auch MTC und so weiter. Genau, da ist, okay, alles das dabei. Ist natürlich auch für Long-Range-Geschichten interessant, aber, ja, eben ein Stück schwerer. Wir haben bei dem normalen auch ein Absehen in der ersten Bildebene. Okay. Sprich, das Fadenkreuz vergrößert sich mit, wenn ich zoome. Ja. Hier haben wir ein Absehen in der zweiten Bildebene. Mhm. Das hat eben den Vorteil, dass ich dann ein sehr feines Absehen habe, was auch immer sehr fein bleibt. Gerade bei so einem Bereich, 10 bis 60-fache Vergrößerung, da wird dann bei einem Absehen in der ersten Bildebene auf 60-fach, da werden die Striche halt relativ dick. Ja. Die muss man eben dann mit einer gewissen Stärke haben, dass man sie auf der 10-fachen Vergrößerung trotzdem noch gut erkennen kann. Und hier ist es eben nicht so, bleibt immer gleich. Okay. Ich habe wenig, auch bei 60-fach Vergrößerung, nur eine sehr kleine Abdeckung von meinem Ziel am Ende. Ich kann also noch viel erkennen. Und gibt es auch verschiedene Absehenvarianten oder gibt es da nur eine Absehen? Hier gibt es aktuell nur die eine Absehenvariante. Okay. Das war welches Absehen dann? Das ist jetzt ein speziell hierfür entwickeltes Absehen, speziell auch für F-Class. Okay. Eben sehr aufgeräumt, im Prinzip eigentlich nur nochmal 3-4 Haltemarken, aber sonst. Also kein Christbaum für Entfernungsschätzungen, nee, und so weiter. Macht ja auch wenig Sinn bei zweiter Bildebene dann. Genau, die Möglichkeit haben wir eben in dem normalen 10 bis 60 mit dem erste Bildebene Absehen. Da haben wir dann auch zum Beispiel unser Grid. Das ist dann halt ein Absehen, was eher so in die PIS-Sparte passt, wo man dann halt auch die entsprechenden Haltemarken hat, die man so kennt. Genau. Genau. Kann man da auch was zum Preis sagen? Was kostet ein Standard 10 bis 60 und was kostet das Slim 10 bis 60? Ich habe tatsächlich noch keinen Preis für das Slim. Okay. Das Standard liegt aber so im Bereich 4.000 Euro und ich gehe davon aus, dass es sich nicht allzu viel aus dem
den Weg gehen wollt, die beiden Varianten. Okay. Gut, Jan, danke für deine Zeit. Ich wünsche dir noch eine schöne Messe. Sehr gerne. Gleichfalls. Vielen Dank.